Auf der ECMA 2016 in Mailand standen beim chinesischen Hersteller CF Moto drei Weltpremieren im Vordergrund. Dabei handelt es sich um eine neue Generation seiner Zweizylinder-ATVs und Side-by-Sides. Den Einstieg bildet die C-Force 850 XC mit überarbeitetem Triebwerk und neuem Chassis. In Mailand noch mit verdächtigen 800er-Aufklebern getarnt, was schon seine Richtigkeit hat. Schließlich verfügt ihr Motor auch tatsächlich über 800 Kubik. Leisten tut er 65 PS. Die Krönung stellt freilich die komplett neue C-Force 1000 dar, deren Litertriebwerk sich auch im Side-by-Side Z-Force 1000 wiederfindet. Das Kilo-Triebwerk verfügt über zwei Zylinder, die in V-Form angeordnet sind. Von der Zylinderbohrung, 91 mm, identisch mit dem 800er Motor, sorgt ein auf 74 mm verlängerter Hub für einen Hubraum von 963 Kubik, aus denen die CF-Motortechniker eine Leistung von 80 PS schöpfen. Nach Euro 4 Abgasbestimmungen versteht sich. Was den Topspeed betrifft, gibt CF Moto die C-Force 850 XC mit 85 km/h an, das Side-by-Side Z-Force 1000 mit 115 km/h, wogegen beim großen ATV C-Force 1000 die Angabe von 85 km/h auf dem Specsheet in Mailand vermuten lässt, dass es sich hier um eine zulassungskonforme Variante handelt. So richtig offen dürfte das Kilo ATV rund 120 km/h laufen. Jedenfalls freuen wir uns schon auf unseren ersten Test, bei dem ATV und Quad das ganz genau herausfinden wird.